La prima volta che ho sentito parlare del Fondo Start era abbastanza presto nella nostra avventura in una chiacchierata con l'ex presidente di Coop. In quell'occasione ho pensato, wow, un fondo, il Fondo Start, che sostiene nuove cooperative in maniera solidaristica, quelle cooperative che ce l'avevano già fatta perché riuscivano a generare un bilancio positivo, potevano sostenere delle nuove idee, dei nuovi progetti che stavano per partire. Unser Traum war eigentlich von Anfang an, dass wir wirklich ein Unternehmen schaffen für Frauen mit Kindern in der Peripherie, also im Ort Latzfans, dass wir wirklich vorher die Kinder zur Schule, Kindergarten und so weiter bringen, gekannt haben und dann zur Arbeit. Mi intendo di gestione finanziaria, ho imparato negli anni, non me ne intendevo. Da 30 anni il fondo mutualistico Start sostiene le cooperative associate a Coppunt con prestiti senza interessi per i loro progetti di sviluppo. Il sogno era quello di ampliare, quindi di riaprire un'altra microstruttura, e quello è stato fatto. Volevamo a tutti i costi realizzare un portale di informazione bilingue che avesse l'indipendenza relazionale di parlare su temi altoatesini liberamente. Avevamo esaurito anche la gran parte del nostro capitale sociale e servivano nuovi finanziamenti per professionalizzare specialmente la parte tecnica della piattaforma, oltre alle risorse umane, i giornalisti e i redattori che devono essere pagati. Start è nato nel 1993 a seguito della legge nazionale che ha istituito i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il fondo rappresenta l'aiuto reciproco e la solidarietà tra cooperative. Start gestisce in modo responsabile i fondi che gli sono stati affidati. I progetti finanziati, oltre a essere virtuosi, devono essere anche economicamente sostenibili. Il Fondo Start ha la possibilità geboten, gleich mit mehr Kapital, mit der breiteren Zuspruch zu starten und all die Ziele umzusetzen, die wir uns gesteckt haben. Start hat uns unterstützt in einer Phase, wo es uns aufgrund einer schlechten Auftragslage schlecht gegangen ist. Einmal, weil er uns tatsächlich finanziell geholfen hat und auf der anderen Seite auch natürlich ein Motivationsfaktor war, nicht aufzugeben, sondern weiterzuschauen und nach weiteren Möglichkeiten der Unterstützung zu suchen. Es war nicht schwierig, die Jury zu überzeugen, weil wir natürlich in der Sozialbilanz einiges aufzuweisen haben. Le cooperative associate a Coppunt eleggono il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Start. Questi due organi esaminano le richieste di prestito presentate dalle cooperative. Una società di revisione esterna garantisce un ulteriore controllo dell'operato del fondo. Es wird zwar geprüft, aber es gibt ein Selbstvertrauen, es gibt ein, glaube ich, ein Selbstbewusstsein, wenn jemand da ist, was an das Projekt auch glaubt und sich das finanziell mit riskiert und mittragt. Die Anfangsphase war natürlich sehr intensiv. Es war wenig Startkapital, es waren diese wenige Mitgliedsquoten, und aber sicher diese 5 Millionen Lire damals waren im Verhältnis zur Mitgliedsquote der einzelnen physischen Mitglieder, war das sicher ein Riesenkapital. I prestiti avvengono sotto forma di finanziamenti senza interessi oppure partecipazioni al capitale sociale. In questo secondo caso Start diventa socio della cooperativa che fa richiesta. Accedere al fondo non è stato così impegnativo come ai tempi pensavo. Mi ricordo che abbiamo fatto un colloquio dove ho presentato la mia cooperativa Paideas e i progetti che avevamo in mente di sviluppare. Abbiamo chiesto un sostegno riguardo proprio l'allestimento, i mobili e tutto il necessario che serviva, insomma, per aprire questa seconda microstruttura. Il fondo viene alimentato dal 3% degli utili annuali di tutte le cooperative associate a Coppunt. I fondi vengono messi a disposizione a rotazione, in modo che chi ne ha bisogno possa usufruirne. Wir haben nur einige Zeit gebraucht, bis wir tatsächlich im Stand waren, die Auftragslage zu verbessern. Das ist uns dann gelungen, weil wir Gemeindeämter digitalisieren, wobei man darunter gar alles verstehen kann, vom Papier bis zu Video, Dias, Ton, gar alles, was man sich eigentlich vorstellen kann. Da haben wir uns mittlerweile einen Namen erarbeitet, wo wir durchaus zufrieden
in die Zukunft schauen können, weil wir eine Kompetenz uns angeeignet haben, wo wir nicht müssen fürchten, dass uns schnell jemand das Wasser reichen kann. Für den Erfolg von der Albatros ausschlaggebend waren die Menschen. Oder sind die Menschen. Also wir integrieren benachteiligte Menschen in unsere Tischlerei, Gartenbau und Reinigung. La procedura per fare richiesta è piuttosto semplice. Basta fissare un appuntamento per un incontro conoscitivo e poi presentare la documentazione necessaria. Io penso che non bisogna mai arrendersi e fermarsi davanti alle difficoltà, anzi sono quelle che poi ti fanno diventare più forti e ti fanno andare avanti bene anche. In questi anni abbiamo effettuato 119 interventi per un totale di 1.438.000 euro prestati. Nach der Anfrage ist unsere Genossenschaft jedes Jahr sehr stark gewachsen. Es sind jedes Jahr 3-4 Mitarbeiterinnen dazugekommen. Wir führen einmal die Dorfsendrei im Brot, führen ein Bistro in Glunz und haben verschiedene Marktstände, wo wir auch sehr viel in Kontakt sind mit Menschen. Ich kann mich noch erinnern, 2006 sind 5.181 Euro an Fondostart rückerstattet worden. Wir versuchen jeden Tag, diesen Balanceakt zwischen sozialer Auftrag und wirtschaftliches Arbeiten zu meistern. Jeder, der in der Albatros arbeitet, arbeitet aus einem ganz bestimmten Grund und nicht, weil es irgendeine ganz normale Arbeit ist. Es ist eben dieser soziale Auftrag, der dahinter ist. Starten sind wir mit 3 Mitarbeitern, jetzt sind wir 80 und haben 2,5 Millionen Euro Umsatz. Ich denke schon, dass Fondostart unter anderem so eine kleine Initialzündung gegeben hat. Oggi siamo arrivati ad avere una squadra di 15 dipendenti. È un grande onore. Und das macht einfach schon Freude, wenn man sieht, wie sich Leute entwickeln, wie Leute sich bei uns wieder verabschieden und in die freie Arbeitswelt übergeben werden können. Sono molto orgogliosa, sì. Also, ich denke schon manchmal, da haben wir was Tolles auf die Beine gestellt.